so leicht. Ja, ich mache mal in der Tradition der Umfrage von Christian weiter. Wer hat denn den Blog gelesen zum Motto der LOSCON dieses Jahr? Da sehe ich 1, 2, 3. Benedikt, wie viele melden sich im Chat ungefähr? 2, okay, also dann war es ganz gut, den ersten Impulsvortrag so zu legen, dass wir nochmal über das Motto ein bisschen sprechen. Christian hat es schon erwähnt, wir haben uns natürlich vom Design, wir sind ja jedes Jahr an irgendwie was Bekanntes, Popkulturelles angelehnt, dieses Jahr an Minecraft oder Mindtest und das hat einen Grund. Und warum wir uns das überlegt haben, das will ich jetzt mal so ein bisschen herleiten. Crafting Learning Environments, weiß nicht, woran ihr da als erstes denkt. Vielleicht bei Crafting, das kann man sich noch übersetzen, Learning Environments, vielleicht denkt der eine oder andere gleich an so Lernsysteme, LMS, didaktisch gestaltete Pfade, Online-Learning, all sowas. Und ich glaube, dass wir da 2023 unseren Blick so ein bisschen weiten müssen, was damit eigentlich gemeint ist und was wir da craften oder gestalten wollen in Organisationen, wenn wir davon sprechen. Ich möchte mal damit anfangen, mit dem kleinen Zitat, das kennt ihr bestimmt. Von wem kommt das? Chucky, genau, Harold Chucky. Ist übrigens eine Online-Präsentation, das heißt, alles, was ihr hier so orange seht, das sind die Quellen als Links dahinter, wenn da jemand mal nachlesen will, postet es nachher in den Chat auch noch. Working is learning and learning is the work. Also das ganze Thema Entwicklung zur Wissensgesellschaft, 20. bis 21. Jahrhundert, bedeutet, wie Peter Drucker schon gesagt hat, der Wissensarbeiter ist der, der für sein Wissen verantwortlich ist, für die Weiterentwicklung, für die Weitergabe. Selbst der direkte Chef weiß über den Job nicht mehr so viel wie der Wissensarbeiter oder die Wissensarbeiterin selber. So, und das bedeutet, dass sozusagen die Arbeitsumgebung eines Wissensarbeiters oder Wissensarbeiterin auch seine Lernumgebung ist. Ja, das heißt, diese Trennung, die wir in den physischen Räumen bisher haben, ne, wo wir sagen, wenn der am Arbeitsplatz sitzt, dann arbeitet er, wenn er in die Akademie geht, dann lernt er 2 Tage im Jahr, Klammer zu, diese Trennung wird für die Zukunft nicht mehr gut funktionieren. Ja, vielleicht kennt ihr diese 70-20-10-Regel. Ne, nur 10% von dem, was wir für die Arbeit brauchen, kommt aus formellen Seminaren und Weiterbildung. 20% kommt einfach, indem ich von anderen lerne. Ich gucke mir was ab. Ne, vielleicht will einer von euch Hybridveranstaltungen machen. Guckt euch das alles ab, was hier funktioniert, auch die Sachen, die nicht funktionieren. Lernt davon, macht es besser. Also da lernt man auch sehr viel. So ein Seminar gibt es nicht. 70% kommt, in der Originalquelle heißt es, learning through tough jobs. Also ich habe irgendwie eine Aufgabe, ich muss die machen, mein Chef gibt mir die, schmeißt mich ins kalte Wasser, ich muss es tun und frickel mich halt so durch. Falle auf die Nase, mache Fehler und dabei lerne ich sehr viel. Auch das ist Teil des Lernens und ich glaube, so müssen wir auch Lernumgebungen begreifen. Also die Umgebungen, die um uns herum sind, wenn wir in den 70, in den 20 und in den 10 lernen, das sind eigentlich unsere Lernumgebungen und um die geht's. Was ist so die Brücke zum Thema Lernen der Organisation? Ich habe, damit sich die Simultanübersetzung vielleicht ein bisschen leichter tut, die Folien in Englisch gemacht, spreche aber in Deutsch. Wir verwenden ja in dem LernOS für Organisationen Leitfaden sehr oft die Quellen von dem David Garvin und Amy Edmondson. No, und die haben halt definiert, zu sagen, eine Learning Organization ist eine Organisation, die Wissen kreiert. Also das ganze Thema Innovation ist sehr wichtig. Die Wissen acquired, also von außen reinholt. Jack Welch von General Electric hat mal gesagt, es ist eigentlich egal, woher eine Idee kommt. Hauptsache, wir nutzen die bei GE für uns. Und das ist eigentlich genau die richtige Sicht. Man muss nicht jeden Fehler neu machen und jede Idee neu erfinden. Und dritte Eigenschaft ist, die Wissen auch transferiert intern. Also es bringt nichts, wenn in einem Projekt irgendwie schlaue Erkenntnis gemacht worden ist, aber der andere Standort, die andere Abteilung, die andere Marke im Konzern weiß nichts davon. Also das sind so die drei Kerneigenschaften einer Lernorganisation. Und dann sagen sie, und das finde ich schlau, 3 Faktoren, die essential sind dafür, dass sich so eine lernende Organisation entwickelt. Auf der einen Seite, ich fange mal von hinten an, Leadership that reinforces learning heißt es in Englisch, also Führungskräfte, die das vorleben, die sich selber als lebenslange Lerner begreifen. Klammer auf, vielleicht der wichtigste Faktor. Ja, so eine Führungskraft, die mal sagt, ich habe mir hier eine Strategie überlegt, aber die ist echt scheiße gelaufen, was lernen wir denn da draus? Ja, und offen auch mit Fehlern umgeht, da eine Fehlerkultur entwickelt, eine Innovationskultur entwickelt, vielleicht der wichtigste Faktor. Dann Concrete Learning Processes and Practices heißt es. Also sozusagen, wo bauen wir Lernen in den Arbeitsalltag ein? Wenn wir darüber sprechen in der Organisation, dass Lernen wichtig ist, da sitzen immer ganz viele Leute und nicken ganz fleißig mit dem Kopf. Und wenn man dann sagt, naja, dann lass uns doch mal den Freitag zum Lerntag machen. Da wird nicht in Projekten gearbeitet und nicht an Meetings, sondern wir schreiben mal im Wiki unsere Erfahrungen zu irgendeinem Thema zusammen. Da sagen alle, oh Gott, da müssen wir was arbeiten. Wir können nicht den ganzen Tag die Woche lernen.
Oder wenn Leute anfangen, Harald hat ein paar Mal dazu geblockt auch schon, ne? So, man trägt sich mal Stunden oder gar Tage Lernzeit in Kalender ein, ist in der einen oder anderen Organisation durchaus noch sozial auffällig. Dritter Faktor, und darum soll es jetzt in diesem Jahr gehen, sind Supportive Learning Environments. Und wenn man die Quelle mal liest von Garvin und Edmondson, kommen da erstmal Dinge vor, die ihr vielleicht jetzt nicht als erstes im Kopf bekommt, wenn ihr an Learning Environment denkt, nämlich die Psychological Safety, also die Sicherheit in einem Umfeld, eine Idee zu formulieren, die vielleicht quer zum Uso steht. Querdenker darf man nicht mehr sagen, aber darum geht's. Ne, irgendwie, wenn alle sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht, ne, mal zu sagen, aber vielleicht geht es heute auch anders. Mal mit einer verrückten Idee zu kommen, die man irgendwo aufgeschnappt hat und da einfach Sicherheit zu haben. In der Google-Studie kam raus, bei den performanten Teams ist das der zentrale Faktor, Psychological Safety. Dann das ganze Thema Appreciation of Differences. Also wenn alle irgendwie das gleiche Wissen haben, ist doof, weil da kommt keine Innovation raus. Ne? Selbst so ein sehr lange wirkender Innovationsprozess wie die Evolution funktioniert dadurch, dass man Sachen anders macht und dann das selektiert, was gut funktioniert. Ne? Und dafür brauche ich Unterschiedlichkeit. Deswegen finde ich super, dass wir auch so Leitfäden haben wie Diversity zum Beispiel. Ne? Weil da geht es nicht nur um Gleichberechtigung, sondern geht es einfach um ganz wilde Mischungen. Alt, jung, verschiedene Nationalitäten, kulturelle Hintergründe, Sprachen. In jeder Kultur bedeutet Wissen und Lernen was ganz anderes. Also das sozusagen nicht nur zu dulden oder so aufs Poster zu schreiben, sondern zu sagen, embrace it. Wir wollen diese Unterschiedlichkeit und wollen das für unser Lernen nutzen. Offenheit für neue Ideen. Also einfach zu sagen, jetzt in so einer Orga von so einem Event oder in einem Projekt, wenn jemand kommt mit einer Idee, das nicht abzubügeln, sondern zu sagen, lass uns mal drüber sprechen. Auch dieses Not-Invented-Here-Syndrom, ne? Weiß nicht, ob ihr das bei euch merkt, ich merke das bei mir auch ganz oft, jemand kommt mit einer Idee, die anders ist als meine, sondern man sagt, das ist deine Idee, nicht meine, ich mache es lieber so, wie ich es mache. Ja, und das ganz bewusst mal einmal Atem zu holen und zu sagen, bin ich da wirklich offen für das, was jetzt neu ist. Und auch hier wieder der vierte Punkt vielleicht, Time for Reflection, also sich Zeit einzuplanen, zu reflektieren und zu lernen, ganz bewusst. Ne, und sei das jetzt die Retro im agilen Bereich, ne, da wird sowas institutionalisiert, sei es der Lessons Learned Workshop, aber vielleicht auch nach dem Telefonat, was ich gemacht habe, 30 Minuten, immer zu sagen, okay, 3 Minuten schaue ich mir jetzt mal an, ist das gut gelaufen, war das so, wie ich dachte, kann ich das vielleicht beim nächsten Mal besser oder anders machen. Also das sind so die weichen Faktoren und woran ihr vielleicht am Anfang eher gedacht habt bei Learning Environments sind so die Tools. Ja, und die spielen natürlich auch eine Rolle bei der Umgebung. Ja, es gibt diesen schönen Spruch, a fool with a tool is still a fool. Ja, das stimmt schon, aber ganz viele Dinge, ich glaube, Jochen, du hast es mal irgendwann gesagt, ganz viele Dinge, die wir uns theoretisch vorstellen können, werden erst durch die Tools enabled. Ja, also theoretisch kann ich mir eine internationale Community of Practice zu irgendeinem Thema auch in einer nicht digitalen Welt vorstellen. Aber wenn ich dann zum Chef sage, naja, lass uns mal die Leute aus Australien und USA einfliegen einmal im Monat und dann mal für einen Tag treffen, das Budget kriege ich wahrscheinlich nicht durch. Ja, und dann kann ich sagen, gut, das mache ich vielleicht einmal im Jahr, da treffe ich mich dann, aber die andere Zeit kommuniziere ich eben über Tools. Und deswegen ist es wichtig, sozusagen das Intranet, das Modern Intranet als ein Enabler zu sehen. Und weiß nicht, ob ihr diese Auswertung Top 100 Tools for Learning von der Jane Hart kennt. Füge ich vielleicht im Nachgang der Präsentation sogar noch ein. Wenn ihr die mal durchgeht, diese Liste über die Jahre, die wird jedes Jahr ermittelt, machen immer so 1500 Leute mit, dann ist in dem Ranking, in den Top 10, kein einziges Lerntool. Also da ist kein Instructional Design Tool, kein Autorensystem, da ist kein Moodle drin, sondern das hat lange gestartet mit Twitter, das sollte man heute nicht mehr lernen. Dann ist da YouTube, dann ist da die Google-Suche, dann sind da PowerPoint-Tools drin, da sind Wikis drin. Also alles Tools, die wir für unsere Arbeit nutzen, die wir für was nutzen, was wir vielleicht gar nicht Lernen nennen, ne? Sondern ich suche halt oder ich will eine Information finden oder ich will jemandem eine Nachricht schreiben. Ne? Aber wenn ich Karl-Heinz irgendwas frage und schreibe ihm eine E-Mail und er antwortet mir, dann nutzen wir ein E-Mail-Tool. Ich habe was von ihm gelernt und damit ist für mich die E-Mail auch ein Lerntool. Oder Mastodon ist ein Lerntool. Und wenn man mit so einem Blick mal auf ein Intranet von der Organisation schaut, dann kann man quasi so wie 70, 20, 10, ich vorhin genannt habe, auch von den Tools mal den Blick weglenken von LMS und LXP und Online-Learning-Plattformen und mal auf die 90% lenken und sagen, welche Tools haben wir denn, mit denen ich intern Experten zu Themen finden kann? Welche Tools habe ich, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, dass ich die teilen kann mit allen anderen? Welche Tools habe ich, um Online-Communities weltweit facilitieren zu können?
Da bin ich sofort auch wieder bei organisationalen Fragen. Also das Tool ist das eine, wird die Tanja nachher bestimmt was dazu sagen. So eine Community funktioniert auch dann nur gut, wenn ich irgendwie Leute habe, die in der Rolle des Community Managers funktionieren. Ja, weil da ist man wieder bei a Tool with a Fool. Nein, der Fool mit dem Tool ist immer noch der Fool. Ja, also ausgehend von dem Tool und dieser Lösung, von dem strikten Fokus auf das, was wir als Lerntools begreifen, ist es, glaube ich, sinnvoll, einfach ein bisschen breiter auf die Toollandschaft zu schauen. Und das Gleiche gilt für das ganze Thema Digital Workplace. Also wenn ich als Wissensarbeiter sozusagen Herr meiner eigenen Lernumgebung bin, dann geht es darum, aus was baue ich mir das zusammen. Jetzt weiß ich nicht, was ihr für Tools habt. Wir haben bewusst auch heute mal jemand dabei bei den Lightning Talks von Nextcloud, aber ich würde mal vermuten, der Großteil von euch ist entweder im Microsoft-Universum oder im Google-Universum unterwegs mit den Haupttools. Und da ist es so, wenn ich mir so eine Lizenz einkaufe für alle Mitarbeiter, dann kippe ich da auf einmal 40, 50 Dienste über den Mitarbeitenden aus. Die fragen dann allein für Taskmanagement. Hier gibt es To-Do und Tasks in Outlook und es gibt den Planner und dann gibt es noch Project und dann gibt es noch was, wie kann ich meine Tasks noch in OneNote verwalten? Was nutze ich denn jetzt? Und das ist so ein bisschen, wenn ihr heute Abend mal meinen Test ausprobiert, so wie wenn ich in so ein Spiel reinkomme. Ja, es gibt wahnsinnig viele Ressourcen, wahnsinnig viele Optionen, was ich nutzen könnte. Und es gibt auch für mich nicht die eine Lösung und auch für euch ist vielleicht das, was ich als Lösung habe, nicht die richtige, sondern ihr müsst euch aus dem Angebot, was da ist, selber etwas zusammenbauen. Ja, und das ist so die Idee, die wir jetzt in den LernOS für dich, also in den Individuumsleitfaden reinbringen wollen. Mal so eine Struktur, was sind eigentlich die ganzen Toolklassen? Ja, also wo mache ich, was nutze ich als Suche? Habe ich sowas wie Newsfeeds? Lohnt es sich für mich, auf Threads zu sein? Habe ich einen Podcatcher? Ich lerne total viel über Podcasts, habe wahrscheinlich 10, 15 Stunden Podcast-Zeit die Woche. Was ist so mein digital, ja, vielleicht mit KI und der Zusammenfassung geht es. Was ist so mein digitales Notizbuch? Wir haben den Release jetzt zur LOSCON auch vom neuen Zettelkasten-Leitfaden. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Nikolaus Luhmann, Zettelkasten-Methode. Umgesetzt auf digital mit Obsidian, mit Rome Research, wer gar nichts anderes hat, nimmt OneNote. Also sich quasi zu überlegen, was sind denn so die Toolklassen, die ich brauche und wie organisiere ich mich selber als Wissensarbeiter und wie schaffe ich es auch, dass die Barrieren zwischen diesen einzelnen Tools dann einfach sind. Ne? Wie schaffe ich es, dass ich vielleicht jetzt, während die Veranstaltung läuft, meine Lessons Learned zur Veranstaltung in einem individuellen Notizbuch zusammenzuschreiben, das dann aber vielleicht mit dem Orga-Team vergemeinschafte, die bringen ihre Notizen dazu und am Ende schreibt man es irgendwie auf eine Wiki-Seite, dass jeder nachlesen kann, was ist denn da sozusagen die Erkenntnis jetzt, die Top-10-Erkenntnisse aus der Gesamtveranstaltung. Ja, und die ganzen Tool-Hersteller, die erzählen uns jetzt schon seit 20 Jahren, das macht irgendwann die Suchmaschine, jetzt heißt es natürlich, das macht irgendwann die KI. Ich glaube nicht dran, dass wir in 10 Jahren genau diese automatische Auswertung haben werden, dass uns die KI sozusagen die Erfahrung eines 2-Tages-Events mit 170 Leuten auf Knopfdruck generiert. Also so ein bisschen, da ist man wieder bei Amy Edmondson, Time for Reflection, also diese Zeit sich zu nehmen, zu reflektieren, das bewusst selber als Mensch auch zu formulieren, das halte ich schon für wichtig. Ja, und da ist man eigentlich dann bei dem ganzen Thema Crafting angekommen. Ich habe mal so ein Video reingenommen, quasi wie so der erste Tag in Minecraft aussieht. Ich weiß nicht, wer ist denn Minecraft oder Mindtest-Spieler? Wer hat irgendwann schon mal gespielt? Das sind ja gar noch viel weniger, als den Blog gelesen haben. Also dann empfehle ich euch auf jeden Fall, heute Abend sich irgendwann mal hier nach vorne zu orientieren. Da werden auch ein paar Kids da sein, die zeigen euch das ruckzuck. Ja, weil ich glaube, dass man da genau diesen Skill lernt. Vielleicht habt ihr diese Schlagworte schon mal gehört, No-Code, Low-Code-Environment, Citizen-Developer. Also wir kommen jetzt in so eine Zeit rein, wo ich nicht mehr coden können muss, um Software zu schreiben, sondern wo eine Basis da ist und ich sozusagen mir aus dieser Basis etwas zusammenbauen kann. Und dafür brauche ich Rezepte. Ne? So ist das in Minecraft auch. Wenn ich irgendwie einen Kuchen haben will, dann muss ich wissen, dass ich mir erstmal irgendwo ein Zuckerrohr suche und ich muss mir einen Ofen bauen und ich brauche ein Mehl, das kriege ich irgendwie aus dem Getreide und dann wird irgendwann da der Kuchen draus. Na, und genauso muss ich wissen, wie schaffe ich das denn, wenn ich jetzt einen interessanten Link in meinem Browser gefunden habe und ich will mir den irgendwann für später merken und ich will vielleicht eine Zusammenfassung aller YouTube-Videos, die ich geliked habe, die dann so durch eine KI zu routen, dass ich dann vielleicht wöchentlich eine Zusammenfassung aller gelikten YouTube-Videos bekomme. Dafür muss ich nicht mehr C++ lernen.
Ne? Aber dafür reicht auch nicht die Office-Kenntnis, mit der ich einen Geschäftsbrief schreiben kann. Und diesen Crafter-Skill sozusagen, den müssen wir ausbauen. Da könnte man jetzt hoffen, dass in den Organisationen die Personalabteilungen oder die IT-Abteilungen Leuten da was vorsetzen. Die tun einen guten Job in vielen Fällen, aber ich glaube, die werden nie eine schlüsselfertige Lösung dem Wissensarbeiter oder der Wissensarbeiterin geben müssen. Na, weil die oft auch so von so einer Brille, was passt denn für alle Mitarbeitenden, da drauf schauen. Na, und das ist dann für jemand in der Forschung, im Vertrieb, im Service, im Personal. In der Schule muss ja nicht alles Unternehmen sein. In der Schule, in der Partei sieht es vielleicht ganz anders aus. Also das wäre so meine Botschaft an euch. Lasst uns da ein bisschen drüber nachdenken, welche Möglichkeiten bieten uns diese Infrastrukturen zu craften, damit zu bauen, die an unsere Bedürfnisse anzupassen. Und deswegen so das Motto, go be a crafter. Probiert es aus und vor allen Dingen teilt es auch. Das ist Teil dieser Lost-Con-Circle-Idee. Ich finde, wenn man mit so 4, 5 Leuten mal zusammensitzt und allein sagt, wie strukturiert ihr denn eure E-Mails oder wie postet ihr auf Mastodon oder was macht ihr mit eurer YouTube-Watchlist oder was ist produktiv im Alltag schon an ChatGPT oder nutzt jemand Llama von Meta? Ne, diese kleinen Crafter-Rezepte irgendwie rauszufinden, zu teilen in den Gruppen und dann möglichst eben auch in der großen Gruppe zu teilen, sodass wir viel voneinander lernen wollen. Wir haben bei den Impulsvorträgen keine Q&A hinten dran, sondern es geht dann gleich weiter mit dem nächsten nach ein paar Minuten Break dazwischen. Aber ich habe morgen in der Vernetzungsinsel, in der Pinken Insel um 10 Uhr so ein Meet the Speakers. Da könnt ihr gerne, wenn ihr Fragen dazu habt, natürlich auch heute Abend auf mich zukommen, gerne aber auch da in die Insel kommen. Und auch das Angebot für alle, die jetzt vielleicht auch im Thema LernOS neu sind, kommt da auch an die Insel. Ich beantworte auch gerne so 101-Fragen zu LernOS. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.